Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu der 5. Folge der Schmelle to Glory hier mit dem FC Erzgebirge Aue. Wir sind ja Stand jetzt in der 2. Bundesliga auf dem 14. Tabellenplatz und wir werden in dieser Folge den Monat Februar und den Monat März spielen. Selbstgezockt wird natürlich gegen Sandhausen und gegen den KSC. Hier ist ein Scouting-Update und Jan Ullmann, was für ein Riesentalent. Henrik Vogel, Jonas Günther, Michael Scholz, Janis Thomas werden weggeschmissen und André Weber, na, den nehmen wir auch noch mit in die Fußballschule. Tom Baumgart kriegt ein Angebot aus der Schweiz, aber das lehnen wir ab. Und ja, somit gehen wir auch schon rein in die erste selbstgezockte Partie. Das ist die Startelf von Sandhausen. Dreves im Tor, Kuroshi, Sirov, Dumic, Aydini, Omladic, Tribul, Luna, Bachmann, Deville und Teströd im Sturm. Das ist unsere Startelf. Köhn ist im Tor, Hertel, Kakotolua, Lang, Rabold, Keitel, Schreck auf der Doppel-6, Jaric, Baumgart, Kühn im offensiven Mittelfeld und im Sturm ist Prinz Osei Owusu. Und somit stoßt Owusu an zu dieser Partie. Wir brauchen Punkte, wir wollen wenigstens noch ein bisschen ins obere Tabellenmittelfeld kommen. Bleibt hier im Ballbesitz. Owusu. Wieder auf Kakutalua. Kakutalua lässt hier die Riesenchance liegen. Keitel. Baumgart auf links. Das ist Hertel. Das ist Owusu. Und das ist die zweite Möglichkeit. Und das ist das 1:0 für Aue. Das ist eine sehr langweilige Partie, die erst nach 36 Minuten die erste wirkliche gute Chance gab. Und ja, jetzt ist es 1:0. Und wir greifen direkt wieder an. Das ist Tom Baumgart auf Hertel. Hertel mit viel Platz. Sieht jetzt Kühn. Kühn auf Rabold. Rabold in die Mitte auf Owusu. Gefährlich. Tribul. Gut gespielt auf die rechte Seite, Deville, und die Abschlusschance für Luna. Erste Möglichkeit für Sandhausen. Und es ist die Halbzeit. Wir gehen mit einer 1:0-Führung in die Pause. Da in eine zweite Hälfte, vielleicht passiert ja jetzt ein bisschen mehr. Gut gemacht, das ist Owusu. Owusu auf Siaric. Siaric. Ja, die Verteidigung macht das nicht schlecht. Kühn. Gut rübergespielt auf Baumgart. Tom Baumgart hier mit dem 2:0. Let's go. Und Tom Baumgart trifft schon wieder. Er trifft schon in der letzten Folge und heute schon wieder. Das ist einfach super. Eiskalter Abschluss, so eine Chance für den Torhüter von Sandhausen. Okoroshi. Gut nach hinten gelegt auf Bachmann. Luna vor Köhn und Köhn hält. Tribul. Und das ist das 2:1. Deville trifft für Sandhausen. Das war eine richtig komische Situation. Und dann steht es hier nach 5 Minuten nach unserer Führung wieder 2:1. Über links Okoroshi. Gut gespielt auf Luna. Luna zieht ab und Köln mit der Parade. Deville. Viel Platz rechts. Da ist Luna. Und das ist der Platz, den ich gemeint habe. Und dann steht es hier 2:2 aus dem Nichts. Und wir wechseln auch direkt. Nach einer 2:0-Führung steht hier nur noch 2:2. Dann muss man reagieren. Jan George kommt rein. Imeri kommt auf links. Und dann kommt im Sturm noch Jonjic rein. 2:0-Führung verspielt. Und wir kriegen wieder mal 2 Gegentreffer. Ist ja typisch mit meiner Defensivleistung. Nehmer. Lang ist da. Und Lang jetzt in der Eröffnung auf Keitel. Keitel rüber auf Kakutalua, Fehlpass. Omladic auf Luna und dann steht es hier 3:2. Wie dumm ist dieses Scheiß-Game? Ich will doch nur einen einfachen Ball spielen und was macht dann Kakutalua denn da? Meine Fresse, es ist 3:2 nach einer 2:0-Führung. Auf Jan George an die Latte, war ja klar. Imeri und dann war es ein Handspiel. Wie will man so ein Spiel gewinnen? Erklärt's mir. Ja, und die 90. Minute läuft und das Spiel ist verloren. Wir verlieren 3:2 gegen Sandhausen, weil es einfach unmöglich ist, so ein Spiel zu gewinnen. Ja, mach noch das 4:2. Und er macht es ja natürlich. Schön in den Winkel. Das ist doch realistisch. Ich hasse dieses Spiel gerade. Es bricht mich nur noch. Es ist unmöglich. Unmöglich. Ich verstehe es nicht. Wir sind 2:0 vorne, haben alles im Griff und dann plötzlich geht jeder Schuss rein. Ich kann keine Pässe mehr spielen. Ich verstehe es einfach nicht. Es tut mir leid, dass ich gerade so ausraste.
Somit springen wir rein in die Simulation gegen Holstein Kiel und wir verlieren 2:1. Ist ja klar, dass wir verlieren. In der nächsten Partie geht es dann gegen Düsseldorf und auch hier verlieren wir mit 2:1. Im letzten Spiel im Monat Februar treffen wir dann auf den SC Paderborn 07 und können 2:1 gewinnen. Geht ja. Wir kriegen wieder einen Scouting-Bericht und ich zeige euch nur die Spieler, die gut sind. Jakob Baumann ist gut genug für die Jugendschule. Daniel Vogel nehmen wir mit. Robert Falke kommt mit. Never change a winning team, deshalb lassen wir die Startelf genau gleich gegen Jahn Regensburg. Eine Direktbegegnung im Abstiegskampf. Und in dieser Partie gibt es ein 3:3. In der vorletzten Partie in dieser Folge gehen wir rein in die Simulation gegen den Hamburg SV und holen ein 1:1 raus. Tom Baumgart trifft. Und somit springen wir jetzt auch schon rein in die letzte Partie in dieser Folge. Wir treffen auf den KSC, der mittendrin ist im Aufstiegskampf und wir brauchen Punkte im Abstiegskampf. Das ist unsere Startaufstellung. Köhn im Tor, Karlsson, Kakutalua, Feriani, Rabold, Cech und Keitel auf der Doppel-6, George, Novak, Baumgart und vorne im Sturm Owusu. Das ist die Elf, für die sich Marcel Schmelzer entschieden hat. Die Gäste aus Baden-Württemberg kommen mit dieser Elf. Kust im Tor, Jakob, Pormuth, Schognesi, Jung, Vanicek, Gola, Riese, Rock, Hoffmann und Cueto. Das ist die Elf von KSC. Erste Chance für den KSC, Hoffmann auf, Cueto legt rüber mit dem Lupfer, der lupft ihn direkt, aber Feriani rettet auf der Linie. Tom Baumgart macht das super, das ist Sam Schreck, gut gespielt auf Owusu mit der Flanke, das ist ein Handspiel doch, es gibt keinen Elfmeter. Cueto auf Gola zieht ab und das wäre fast das 1:0. Jetzt der Angriff wieder über die rechte Seite, über diesen Cueto. Cueto zieht ab und das ist das 1:0. Ich kann den Spieler nicht wechseln und dann machen sie das 1:0. Es macht keinen Bock mit Aue zu spielen. Ich habe keine Chance gegen die Gegner. Ich dachte wirklich, in der letzten Folge wird alles wieder besser, aber in dieser Folge ist es ja zum Weinen. Riese, gut gespielt, Cueto. Hey, es ist unmöglich. Novak jetzt auf Karlsson, Owusu lässt diese Chance liegen. Cueto, der zieht da jedes Mal auf der rechten Seite durch, dieser Cueto. Jetzt kommt die Flanke und das ist das 2:0. Joy trifft für KSC, es ist so zum Verzweifeln. Mal gucken, was wir hier noch in der zweiten Halbzeit retten können. Keitel. Und ja, er spielt ihn einfach direkt in den Fuß, zieht doch direkt ein weißes Trikot an. Cueto setzt sich durch und Köhn mit der Parade. Tom Baumgart auf Jan George. Owusu immer noch am Ball. Owusu zieht ab. Owusu, gute Möglichkeit. Missy Grimm kommt jetzt rein für Sam Schreck. Vanicek, gute Flanke. Und das ist das 3:0 von Kaufmann. Wie will ich das verteidigen? Erklärt mir das bitte. Wir wechseln noch die letzten Wechsel. Strauß kommt noch rein und ja, Grün kommt noch auf die linke Seite. Kaufmann. Und es gibt noch einen Elfmeter. Ja klar, in der ersten Halbzeit gibst du ihn nicht und jetzt gibst du ihn. Er ist der beste Ref. Aber Köhn ist eine Katze, Beute hält ihn nicht. Ich weiß es. Ja, er hält ihn nicht. 4:0. Und ich springe jetzt zum Endergebnis. Ich halte das nicht mehr aus. Und es bleibt beim 4:0. Wir kriegen ein Transferangebot für Jonjic und da gehe ich in die Verhandlungen. Oder ich nehme das einfach an für 1,5. Ich habe keinen Bock mehr auf den Typen. Der hat eh nie gut gespielt. Ja, ist doch mir egal, wer ihn kriegt. Ich nehme alles an. Wir machen einen Transfer für die nächste Saison. Lukas Klünter stößt im Sommer zu Erzgebirge Aue. Wir beenden die heutige Folge auf dem 16. Tabellenplatz. In der nächsten Folge kommt dann auch der Saisonabschluss. Wir spielen dort den Monat April und den Monat Mai. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, obwohl ich ausgerastet bin. Es hat wirklich viel Nerven gekostet heute. Lasst doch im Video ein Like da, damit es mir ein bisschen besser geht. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.